Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, wie es ist, auf der Straße mit dem Ball aufzuwachsen. Und da jede Person anders tickt, weiß ich auch aus meiner Kindheit, wie ich jetzt einigermaßen mit jemandem umgehen kann. Das war im Sommer 2007, das Sommerfest, wo wir geehrt worden sind, über den ganzen Sommer, wo wir gespielt haben. Da haben wir uns durch alle Teams geschlagen und wurden Erster. Und der Herr Haidt erzählte uns dann nochmal über die ganze Saison auf, was wir erlebt haben, was wir gemacht haben, was wir durchgemacht haben. Das war während dem Turnier, als wir Erste geworden sind und wir geehrt worden sind zum Sommerfest. Das war so, da war gerade eine kleine Pause. Da wurden halt die Spielpaarungen in der Halbfinale gemacht und da wurde ich halt unglücklich erwischt und konnten halt kurz verschnaufen. Das war ein halbes Jahr später, das war in der Winterliga 2007. Da ging es auch wieder heiß her, das war unser Liga-Cup. Da wurden wir auch nach einem sehr harten Match im Finale Erster. Da sehen wir auch sehr glücklich, wie ich da einigermaßen schmunzle mit dem Pokal vor den Händen. Ohne mein Team hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft. Also was heißt ich, das war ein natürliches Wir und es war auch ein super Erlebnis. Das war im Jahr 2008, da sieht man ja, man spielt nicht nur zusammen, sondern man pumpt auch zusammen den Ball auf. Also das soll auch bedeuten, alles was du machst, du stehst nicht nur selber für dich da, sondern du hast immer Jungs hinter dir, die auch helfen in jeder misslichen Lage. Das ist 6 Jahre später, in unserem Sommercamp, bin ich schon so alt geworden, dass ich nicht mehr Teilnehmer bin, der U11, U13, U15 liegen, sondern Mitarbeiter. Das heißt, ich bin Macher geworden. Ich habe sehr viel Verantwortung bekommen und da wurde ich halt als Trainer und als Spielerbetreuer eingeladen zu arbeiten. Und das sieht man auch, dass bei Bund Gut man nicht, dass man auch arbeiten kann und nicht einfach nur als Teilnehmer damit mit dabei sein kann, sondern auch was für die Kids machen kann. Da sieht man auch, dass Bund Gut wirklich eine Familie ist. Dass es einfach nicht einen ausbildet also für die Zukunft und einen einfach irgendwas erzählt du arbeitest für dich und machst nur für dich was. Da sehe ich auf jeden Fall, dass ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie jetzt auch arbeite. Da ist wirklich sehr viel Haut zu sehen und da sieht man ja, dass die Trennung gar nicht da ist, sondern egal wo man herkommt, egal wie man ausschaut, dass es einfach eine Familie ist. Und bei dem Bild erkenne ich sehr, also dass ich auch sehr, sehr, sehr viele Freunde gefunden habe. Die Kids waren auf jeden Fall eine Bereicherung für mich, denn ich sehe, egal wie jung die sind, ich lerne sogar von denen. Und das ist das, was Bund Gut überhaupt ausmacht. Man lernt immer dazu.